Moin moin und herzlich willkommen zu Dismantle. Das ist ein neues Spiel, was ich immer mit in die Let's Play-Reihe mit aufnehme. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich habe mich vorher nicht informiert. Mal gucken, was uns da so erwarten wird. Nach einem kurzen Intro geht das los. Also bleibt dran. Komplett neues Spiel wird sein und das fangen wir jetzt an. Mal gucken, was da so passiert. Es ist mit Zombies, es ist mit Brechstangen, es kann ja nur gut sein. So. Erster Tag. Moin. Das sieht doch gar nicht so übel aus. So. Stufe 1. Jetzt bin ich mal. Ach, so kann ich schlagen. Das ist mein Lager. Das Feuer entfachen. Camper entdecke und entzünde Lagerfeuer. Okay, das ist also relativ erstmal so. So kann ich mich bewegen. WASD, ganz easy. So kann ich ausweichen. Lesen. Drücke, etwas zu zerschlagen. Zack. Also erstmal einen Stuhl verknüppeln. Schlecht erhaltene Holzstücke, die man in der Natur oder in manchen Möbelstücken findet. Holz, ja. Also macht Sinn, ne? Knüppeln wir das mal auseinander. Das ist auf jeden Fall mit Sammeln. Das kriegen wir nicht. Kriegen wir nicht kaputt. Aber so einen Tisch können wir auch noch. Ne, den können wir auch nicht zerknüppeln. Da sind wir zu schwach für. Oh Gott. Finde Metallschrott, morsches Holz, verbessere die Brechstange im Lager, zerstöre den hinderlichen Schrank. Annehmen. Das machen wir. Das ist cool. Da oben links in der Ecke sehen wir dann die Quest. Den kriegen wir nicht kaputt. Aber den Stuhl können wir hier kaputt machen. Wie komme ich denn jetzt? Den kriegen wir bestimmt auch noch kaputt gemacht hier. Da, zack, erstmal die Veranda zertrümmern. Ist ja auch nicht schlecht so. So, mit Shift kann ich auch laufen. Laufen kann ich, glaube ich, unendlich lang. Check. Materialien einlagern. Den Stuhl machen wir auch kaputt. Keine Zeit, um voll rumzusetzen. So. Aber wie komme ich denn da jetzt rein? Den kriege ich nicht kaputt. Ne? Ne. Ich will den Schaden auf 12. Ich gehe mal zu dieser Werkbank. Hier ist ein Gummireifen. Ja, da richtet dieses Werkzeug keinen Schaden an. Okay, macht Sinn. Grill. Oh ja, den können wir auch zerkloppen, den Grill. Das ist ja cool. So, das ist Schrott. Metallschrott, genau. Und jetzt, da war doch noch ein Grill, ne? Ja, hier. Den machen wir auch kaputt. Schön ist, dass wenn man die linke Maustaste gedrückt hält, dass man dann die ganze Zeit am Kloppen ist hier. So, verbessere die Brechstange im Lager. Aber wo kann ich den jetzt verbessern hier? Materialien einlagern. So, jetzt ist das alles drin. E-Lager. Achso, einfach das Lagerfeuer. Da kann ich das so machen. Ausrüstung verbessern. Das Brecheisen. Achso, muss ich die ganze Zeit gedrückt halten. Mega. Brecheisen Stufe 1. Geil. Verlassen. Ne, das klingt ja schon mal. Das macht schon Spaß. Das ist schon gut. Jetzt kann ich auch hier die Fässer kaputt kloppen. Rucksack können wir dann auch ein bisschen besser machen später. So, da haben wir ein bisschen was und jetzt kriegen wir auch den Schrank hier kaputt. Yes! Mal eben so einen Schrank zerprügelt. Jetzt ist der Weg für dich frei voranzuschreiten. Belohnung abholen. Achso, hier kann ich noch so Pflanzenreste. Erstmal kloppen, ne? Da leider Efeu wegprügeln hier. Den Tisch können wir auch noch zerprügeln. Brecheisen plus 2. Also jetzt brauche ich viel mehr Holz. Ja gut, das können wir auch auf Stufe 3 fast bringen. Ne? Das Sofa können wir nicht zerprügeln. Das Bücherregal hier, oder? Ne. Fernseher? Fernseher machen wir nicht kaputt. Das ist eine doofe Idee. So. Meine Taschen sind voll. Okay, also mehr Dings kriege ich nicht. Lager verbessern. Vielleicht sollte ich mein Gepäck im Lager verbessern, das macht Sinn. All working evacuation transports are outbound. Please keep calm and wait for the maintenance. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Okay, cool. Also hier erstmal die Tür aufmachen. Mich denn. Achso, hier ist die Toilette. Lesen. Halte. Und hier die Kamera gedrückt, um zu starten. Achso, man kann das auch drehen hier. Ja, das ist cool. Erstmal neue Klamotten suchen. Stoff. Und mein Inventar ist voll, ne?
Oh Gott, jetzt renne ich hier hinter die Tür, ey. So, einmal um die Ecke und dann können wir da noch mal ein bisschen wieder was verbessern. Ah, wenn ich ins Lagerfeuer gehe, cool, dann geht das da alles rein. Ausrüstung verbessern. Nicht Pflanzenreste, morsches Holz. Ich brauche mehr Metallschrott und mehr morsches Holz. Okay, check. Lassen. Das ist cool. Man kann das auch so kippen hier. Ja, dann gehen wir mal auf Erkundungstour, wa? Wollen wir mal ein bisschen was gucken hier. Ja, du bist auch ein freundlicher Geselle. Moin. Nicht mehr menschlicher Schläger. Ein Nahkämpfer, der sich in größeren Horden am stärksten fühlt. Allein ist er relativ harmlos. Was denn das für ein Ding? Ins Gesicht. Die machen gut Schaden. Monsterjäger, töte Monster, egal was für welche. Na. Oh. Halte gedrückt und meinen Nahkampf-Powerangriff. Check. Ah, cool. Geh zur Evakuierungszone östlich von deinem Bunker. Lesen. Westtor, Osttor. Also hier lang. Mal gucken, was hier so drin ist. Plastik. Ich will das Brecheisen auf jeden Fall mal nochmal eine Stufe höher machen. Bisschen im Müll rumwühlen hier. Plastik können wir bestimmt auch für irgendwas später brauchen. Es fängt ja relativ harmlos an jetzt erstmal hier, ne? Viel Kloppen wahrscheinlich, um Ressourcen zu sammeln. So, können auch mal hier zu Kalle ins Haus. Na gut, die kriegen wir ja ganz gut, wenn wir zurücklaufen hier. Muss man auch ein bisschen ausweichen, damit man sich von denen nicht fressen lässt. So, der ist kaputt. Das ist wenig, was ich mitnehmen kann hier. So. Ein paar Stühle. Dann kriegen wir nämlich Holz. Das brauchen wir auch. Aber wir kriegen immer nur ein Holz pro Stuhl, ne? Also müssen wir noch eine Menge Stühle hier zerprügeln. Das ist cool gemacht. Ich glaube, ich werde aber beim nächsten Mal ein bisschen Musik mit reinnehmen. Hier was durchsuchen. So, den brauchen wir nicht. Ich brauche jetzt erstmal hier Holz, ne? Das sind aber nur Blätter. Die sind ja garstig. Oh, nee, von denen sollte ich mich wirklich nicht erwischen lassen. Das tut ein bisschen weh. Und Holz kann ich auch gar nicht mehr mitsammeln. Das heißt, ich muss nochmal wieder zurück hier. Okay, am Anfang werden wir wahrscheinlich sehr häufig hier wieder zurücklaufen dürfen. Da ist meine Hütte. Nur nicht die Orientierung jetzt hier verlieren. So, pass auf, das können wir nochmal einlagern. Kann ich nämlich noch ein bisschen mehr mitnehmen. Ich brauche aber Holz, ne? Den Tisch können wir noch nicht zerprügeln, dann müssen wir ein bisschen stärker sein für vielleicht die Bank hier. Guck mal da. Ne, die ist auch zu stark, die Bank. Oh. Auf mich zu hauen, da. Viel Leben haben wir ja nicht, ne? Ah, der ist schon mal kaputt, der Junge. Drehen. Ah, okay, check. Hier ist noch ein Grill. Da ist ein Stuhl hier. Stuhl und Tisch. Sehr gut. Das ist so ein Plastikstuhl, scheiße. Na gut, nehmen wir das mit. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Das Feuer entzünden. Decke und entzünde Lagerfeuer. Untersuchen. Finde eine Landkarte beim Verbindungsturm. Verbessere deinen Rucksack. Schaffe eine neue Stufe. Dann gibt es ja APs hier. Sind die nächsten Quests, die wir hier kriegen, untersuchen. Hallo? Erhöhe den Schaden auf 20. Der Hund ist nicht zu Hause. Ach, komisch. So. Oh, da ist nochmal wieder ein Zombie. Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich sterbe. Du bist jetzt Stufe 2. Du hast eine neue Stufe erreicht. Kehre zum Lagerfeuer zurück. Und erfinde ein neues Rezept, das dir auf deiner Odyssey helfen wird. Ja, check. Suchen. Kochtopf. Neue Erfindung. Eine alte Kaffeetasse. Keramik. Material aus Hochholz, nicht metallischen Mineralien. Ja, das könnten wir bestimmt auch noch irgendwie gebrauchen. Hier ist nochmal Plastik. Achso, hier. Das ist gut, das Brett, ne?
Erstmal noch eine Basketball spielen, ja moin. Untersuchen, Voraussetzungen nicht erfüllt, erreiche EP Stufe 5. Und eine Runde Basketball mit den Viechern hier spielen. Halte Shift gedrückt, um zu rennen, ja, das haben wir schon rausgefunden. Hier ist nochmal eine Bank. Kann ich eigentlich auch springen oder so? Ne. Nicht Bäume zerklappen? Wieso darf ich dieses Werkzeug keinen Schaden an? Da brauche ich wahrscheinlich eine Axt für. Ein bisschen Zombie-like hier. Aber ich mag die Grafik, die gefällt mir. Die ist cool gemacht. So, aber ne, das bringt mir noch nichts. Ich brauche noch dreimal Holz brauchen wir noch. Dann können wir auf jeden Fall mal wieder zurückgehen hier. Da ist nochmal wieder so ein Zombie. So. Und weiter hier wieder. So, der ist auch tot. Das kann ich nicht mitnehmen. Suchen. Metall, ne, das brauche ich nicht. Und noch ein bisschen Holz hier. Da ist ein Friedhof. Öffnen. Standard-Dietrich brauchen wir. Zur Erinnerung an die Ureinwohner der Insel. Original-Artefakte entdeckt im Jahr 1917. Check. Bringt mir nichts. Okay, die Blätter können wir auch mitnehmen hier. Vielleicht, da ist noch so ein Zombie. Metall. Ah, dass die. Je lauter ich bin, desto mehr. Ja, der greift mich gleich an. Ja, oder auch nicht. So, Holz. Ja, Holz habe ich wieder voll. Jetzt muss ich nochmal wieder zurück. Oh. Auf hier, da und dann da drüben, ne? Scheiße, wo war mein. Da war mein Haus. So. Mal gucken. Alles mal einlagern. Oh, das passt immer noch nicht, ne? Gibt auch Erfahrungspunkte. Der Lager füllt automatisch deine Gesundheit und die Anzahl der Anwendungen für angelegte Gegenstände auf. Okay, check. Ermöglicht die Erfindung und Herstellung von Gegenständen am Lagerfeuer. Blups. Erfinden und herstellen. Ah, hier mit so einem Tech-Tree. Das ist ja mal geil gemacht. Das ist cool. Ein Kochtopf oder Wurfmesser? Landwirtschaft, Graben, Wurfmesser, ich weiß halt nicht, was da dann später sein wird. Ein Wurfmesser, cool. Stufe 5, Kochtopf. Was ist das? Braune Pillen, Spezialgegenstand. Standardmäßig von der Insel Behörden ausgegebene Tabletten. Das letzte Ausweg in seiner ansonsten ausweglosen Situation. Schmerzloser Tod. Okay. Aber wir machen das mal mit dem Kochtopf. Das ist, glaube ich, eine. Die Idee. Gedrückt halten zum. Achso, nee, das habe ich schon gelernt, oder was? Nee. Achso, nee, das. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Nee, gedrückt. Achso, ich brauche die Materialien dafür. Das entdeckt man automatisch hier, die Sachen. Check. Ausrüstung verbessern oder einen Rucksack. Den verbessern wir mal auf jeden Fall. Können wir ein bisschen mehr mittragen hier, das ist schon mal gut. Haben wir ein Feld mehr, ne? Sehr gut. Jetzt brauche ich trotzdem Holz noch. Da ist noch Holz. So, jetzt brauche ich einmal noch. Einmal brauchen wir noch Holz hier. Mal gucken, ob die respawnen. Ja, das ist ja super. Okay, also die kommen irgendwann dann mal wieder. Pizza, eat it. Ja, ich will auch Pizza. Moin. Hallo, Kalle. Ich schau mal aus in dein Körbchen. Hm? Bin fort mit dir. Bösartiges Zombie-Monster. Das ist auch nochmal wieder ein neuer hier. Metall kriegen wir auch noch mit. Brecheisen. Ich will das Brecheisen aufwerten. Hey, Junge. Auch mich nicht so an, Kalle. Mach deine Hausaufgaben. So. Ja, ich muss das wirklich einmal aufwerten, das Brecheisen. Da muss doch hier irgendwo noch so ein Kackstuhl rumstehen, oder was? Oh, 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 oh. Also
die kann man auf jeden Fall sehr gut besiegen, wenn man hier einfach nur ein Stückchen zurückgeht. Ist nur dumm, wenn man irgendwie in der Ecke festhängt hier. Hör auf mich zu beißen. Okay, der ist schon mal tot. Gut, wir leben noch, sehr schön. Mehr Metall. Wir brauchen trotzdem jetzt hier noch so ein Stühlchen. Guck mal, hier drin, da. Können wir doch eigentlich auch mal drin gucken, ne, was hier noch so ist. Da sind wir ja nur in dem einen Raum drin gewesen. Mal gucken. Öffnen. Mhm. Bisschen Unterwäsche für unterwegs. Da ist eine Lampe. Schließen. Den Schaden auf 24, also wir brauchen echt viel Schaden. Hier ist nochmal ein bisschen Stoff. Keramik können wir doch eigentlich hier. Ne, das funktioniert nicht. Ach. Ah, ja, das ist auch nicht schlecht. Geschirr können wir zerprügeln. Dann einen Kochtopf her. Das kann ich nicht mitnehmen, weil ich habe schon zu viel Zeug wieder in der Tasche. Aber Holz ist selten hier, ne? Also so gar nicht vorhanden. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Dass jetzt an dem einen Stückchen Holz hier scheitert, oder was? Da sollte ich lieber mal noch nicht hingehen. Oder ich bin gerade total blind und sehe das nicht, das letzte Stück hier. Hier, ne, die Uhr vielleicht hier. Guck mal, ne, die können wir auch nicht zerprügeln. Können wir rein. Das Metall. Blätter brauchen wir nicht. Muss da irgendwo noch ein verkackter Gartenstuhl rumstehen oder was? Gibt's doch nicht. Ja, Lagerfeuer. Mal gucken. Gut, dann haben wir Lagerfeuer geben die Gesundheit, erwecken aber auch die Monster wieder zum Leben. Allerdings gibt es einen Weg zu verhindern, dass die Monster zurückkehren. Aha. Finden und herstellen. Das kann ich noch nicht herstellen. Den Kochtopf kann ich aber herstellen. Perfekt geeignet zum Kochen auf Wärmequellen. Check. Den kann man nochmal aufwerten. Ja, den kann man nochmal verbessern. Geil. Und Schaden ablocken 10%. Dann rennen wir bestimmt hier oben mit so einem Kampfarmor rum oder sowas. Cool. Also es macht schon Spaß. Ändere, dass die Monster wiederkommen. Erfinde einen Werkzeugsatz für Verbindungstürme. Installiere eine tödliche Frequenz in einem Verbindungsturm. Check. So kriegen wir denn auch die Monster alle wieder weg. Das ist ein Plastikstuhl hier. So. Also so ein bisschen im Grunde genommen Crafting Survival, ne? Schön den Arsch gehauen, ne? Mit der Brechstange. Direkt rein. Kaputt, der Viech. Okay, also die kommen immer wieder dann. Das ist natürlich eher blöd. Und das, ach, das Schöne ist, die Sachen liegen hier auch noch rum. Das ist cool. Hey. Das mit der Ananaspizza war gar nicht so gemeint. Vielleicht war die Pizza auch schlecht. Das kannst du auch haben hier. Warte mal um da. So. Ich brauche trotzdem immer noch einen Teil für mein... Für meine Brechstange, damit die mal ein bisschen besser wird hier. Statt die Wäsche vorher runterzunehmen hier. Okay, wenn Monster wiederkommen, finde ich das aber gar nicht so schlimm. Die geben mir auch Ressourcen hier. Hin. Da ist noch einer. Oh, der tat weh. Direkt ins Gesicht da. So, ich brauche trotzdem immer noch einen Stuhl. Gibt's doch nicht. Also hier ist kein Stuhl. So, dann gehen wir mal in die Richtung hier. Da bin ich ja vorhin immer die ganze Zeit darüber gelaufen. Da ist noch ein Schrank. Gucken, was hier. Da, hier. Können wir noch reingehen. Erstmal alles durchsuchen. Da ist nochmal ein bisschen Stoff. Hier sind Stühle. Ah, die kommen da nicht durch. Ja, moin. Jetzt können wir das aufwerten. Rucksack brauchen wir noch nicht. Jetzt werten wir das mal eben schnell auf hier mit dem
Es war doof, dass die Monster jetzt wieder kommen, aber jetzt können wir da wenigstens das aufwerten. Hier. Werkzeugsatz für Verbindungstürme? Nee. Ausrüstung verbessern. Das Brecheisen. Metallschrott und Keramik. Jetzt brauche ich Keramik. Okay, check. Eisen und Stoff. Müsste ja eigentlich dann auch gehen. Jetzt sind wir schon wieder bei 20 Minuten, ne? Meine 20, magischen 20 Minuten. Mal ein bisschen Stoff hier. Ja, das macht ja deutlich mehr Schaden jetzt hier. Was ist das? Plastik. Jetzt können wir zum Beispiel aus der Kisten kaputt machen hier. Ne, das dürfen wir noch nicht. Und oben rechts Levelbalken, das ist auch cool. Können wir den kaputt machen? Ne. Schaden auf 35. Und noch mal ein bisschen mehr Plastik. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon überhaupt einlagern kann. Ich glaube alles, ne? Ich kann da aber auch nicht reingucken, wie viel ich davon habe. Oder kann ich das hier nochmal? Das teste ich jetzt nochmal einmal eben aus. Erfinden und herstellen. So, das kann ich noch nicht. Den Topf haben wir gemacht. Nee, da geht noch nicht viel, ne? Standard Dietrich. Welle Stufe ist 2. Ja, ich muss halt Stufe 3, Stufe 5 und so weiter leveln halt, ne? Nachbarhaus, erster Tag, erfinden und herstellen. Ich bin auch gespannt, was passiert, wenn es dunkel wird, ja? Es wird bestimmt auch ganz witzig. Gepäck, System, weiter, Koop. Man kann das, oh cool, man kann das auch bestimmt irgendwann bald im Koop spielen. Erst finde eine Landkarte. Das ist cool gemacht. Sammlung, ah, hier. Material, Medaillen. Reisender. Das sind die Achievements wahrscheinlich hier. Töte ein paar Monster, Baupläne, interessante Orte. Schutzraum. Kafarnaum. Ein Zuhause. Quest. Cool. Geschöpfe. Überlebende. Schön, wenn du unterwegs hier. Schlüssel habe ich noch gar nichts. Gesamtfortschritt. 23 Minuten gespielt. Ja, noch nicht so viel. Das ist auch okay. Coole Sache. Vielen Dank fürs Anschauen des Let's Plays. Wir sehen uns im nächsten Dismantled. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren, coole Sache draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.